Hey, ho zusammen und. Ich höre den gar nicht laufen. Warum höre ich den nicht laufen? Das ist doch so lauter Boden. Ich höre mich selber, aber ihn nicht. Sauerei. Also nochmal von vorne. Hey, ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Beziehungsweise Thief, wie ihr es jetzt nennen möchtet. Beim letzten Mal sind wir in den Magierturm vorgedrungen. Habe ich den Schlüssel eigentlich schon? Kleinen Moment. Nein, ich muss den Schlüssel noch finden. Habe aber hier so einen sehr interessanten Gang gefunden. Aha, jetzt bin ich aus dem Turm raus, merkt ihr? Hier ist der Turm. Hier nicht mehr. Hier ist er wieder. Und hier nicht mehr. Hier ist er wieder. Und hier nicht mehr. Okay, ich hör auf. Ja, das Problem ist nur, dass ich den Typ gerade nicht gehört habe. Und deshalb nicht mehr. Jetzt bin ich wieder im Turm. Schnell speichern? Ist auf 11, ja, okay. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wann der wieder hierher kommt und ob überhaupt. Ich laufe jetzt einfach mal hierher. Aha, da kommt er nämlich. Ich hoffe jetzt, ich kann den so irgendwie niederknüppeln. Zurück, zurück, zurück. Garrett, nein, zurück, zurück. Puh, nein, hier sehen die mich. Hier ist hell. Hallo, die sehen mich. Danke. Nein, die sollen mich nicht sehen. Danke. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Oh shit, das sind zwei, oder? Oh mein Gott. Okay. Nummer 1 ist üben. Oh, Und sein Kumpel hat nicht mal was bemerkt. Ist schon so ein bisschen hart, ne? Oh, scheiße. Okay, ich muss ihn vorher umhauen. Hier ist hell, hier ist hell, hier ist hell. Oh mein Gott. Okay. Wartet kurz. Ich muss ihn umhauen, bevor er hier. Ah, ist das kompliziert. Ich hoffe, er sieht ihn nicht, bevor er da hinkommt. Nein, er kann ihn eigentlich nicht sehen. Okay. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm zurück. Komm. Zurück. Sei brav. Nein, warum hat er mich gesehen? Halt. Aua, aua, aua. Das tut doch weh. Okay, ich glaube, ich muss die überhaupt nicht ausschalten. Mache ich jetzt auch nicht. Ich kann die Tür irgendwie nicht anvisieren. Ach so, weil die dazu geht. Ja, alles klar. Ich kümmere mich erstmal darum, dass ich den Schlüssel finde. Ich glaube, das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Muss ich da ganz hoch? Ja, ne? Das würde irgendwie Sinn ergeben. Oh. Au! Mann, ist es denn die Möglichkeit? Ich bin zu blöd zu allem heute. Das ist das Problem. Ich habe im Moment irgendwie eher so andere Sachen im Kopf und nicht mehr so wirklich Thief. Ich würde auch unglaublich gerne das normale Thief endlich weiterspielen, aber ich kann nicht. Und das nervt mich so ein bisschen. Wartet. So springe ich, ne? Ja, okay. Nicht fallen. Heilige. Maria. Okay, ist hier direkt Boden? Oh, hier ist schon der Boden. Okay, hier gibt es nur diesen Ausgang. Ah! Och nö! Och Manno! Okay, also dieser Part besteht aus Warten auf die Plattformen. Möchtest du vielleicht zurückkommen? Die Karten, für den Fall, dass es euch noch nicht aufgefallen ist, habe ich wieder unten in die, also Karten von dieser, von diesem Kapitel, von dieser Map, habe ich euch wieder unten in die Beschreibung gepackt. Aber dieses Mal ein bisschen aufgeteilt. Einfach weil. Doch, den habe ich doch schon geholt. Habe ich mir den noch nicht geholt? Ich war mir sicher, dass ich mir den schon geholt habe. Naja, ist egal. Weil. Hier muss man ein bisschen schnell sein, weil gleich kommt dieses Ding da runter.
jetzt darf man zusehen, dass man hier mit seinen Dietrichen versucht, diese Truhe zu öffnen. Und das so schnell wie möglich, bevor sie halt wieder hochgeht. Wartet ganz kurz. Ich muss kurz in 6 und 7. Nein. F4 und F5. Okay. Also gleich F4. Oh, diese Steuerung. Ey, ich muss wirklich erst wieder in diese Steuerung reinkommen. Das ist der Wahnsinn. Wie schwer einem das fällt, wenn man das nur... Nein, pack die Dietrich weg. Wie schwer einem das fällt, wenn man einfach nur mal so ein, zwei Wochen ausgesetzt hat. Nein. Geradeaus. Okay. So, komm schon. Ich will kein drittes Mal da hochrennen müssen. Muss ich aber wahrscheinlich. Ah nee, es ist offen. Yay, der Feuerschlüssel. So. Habe ich jetzt meinen Timer überhaupt gestellt? Ich habe meinen Timer gar nicht gestellt. Verdammt. Also heißt es wieder, 5 Minuten abziehen. Das Übliche. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, die Maps. Die Maps, das sind diesmal mehrere. Ich habe euch, glaube ich, 3 da unten reingepackt, weil es prinzipiell auch 3 verschiedene sind. Was ist denn das hier? Achso, das ist nur Gewölbe. Okay. Es sind 3 verschiedene Ebenen, auf die ich hier, gehen kann. Es ist einmal eine Map von dem gesamten Überblick von den 4 Türmen und dem Hauptturm. Da sind immer so rote Zahlen dazwischen. Lasst euch davon nicht so irritieren. Das ist halt das Einzige, was ich im Internet so gefunden habe. Deswegen mussten da halt leider diese roten Zahlen mit drauf. Dann ist das zweite, glaube ich, einmal der Hauptturm im Erdgeschoss. Hey, geh da drauf! Was heißt Erdgeschoss? Also die erste Etage plus Bibliothek und Dungeons, also das Untergrundgewölbe, sage ich mal. Perfekt. Und das dritte ist quasi die zweite und dritte Etage der Magiertürme. Und ja, das sind halt die 3 Map-Abschnitte, die ich hier auch anwählen kann, die ihr aber leider nicht seht. Und deswegen habe ich euch die alle 3 nochmal mit unten reingepackt. Damit ihr immer so ein kleines bisschen verfolgen könnt, wo ich gerade bin. Momentan bin ich ja leider im Luftturm. Dazu gibt es leider keine, also für die Türme selber gibt es keine extra Karten. Ah. Ui, das war knapp. Und deswegen muss ich hier halt leider versuchen, mich irgendwie so zurechtzufinden. Ich weiß jetzt gar nicht, streunt hier noch einer von den Magiern rum? Ich weiß es nicht. Liegt nur ein Gasfall rum. Cool. Na, offensichtlich ist hier gar keiner mehr. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich werde hier noch sterben. Boah, wie laut dieser Boden noch einfach hier ist. Oh, hier liegen die kaputten Magier rum. So, damit habe ich den Luftturm auch schon abgeschlossen. Muss jetzt weiter in den Feuerturm. Ich glaube, wir haben angefangen im... Das ist dann der letzte Turm, richtig? Wir haben angefangen im Wasserturm, dann kam der Erdturm, jetzt der Luftturm und dann zum Schluss der Feuerturm. Und dann haben wir alle durch. Danach geht es dann höchstwahrscheinlich in den Hauptturm hinein. Da wird es dann auch nochmal sehr interessant. Ups, ouch. Wie immer hauen wir uns die Tür vor die Nase. Und die Tür ist natürlich auch wieder verschwunden. So, schnell in den Schatten verschwinden. Bitte ohne Moospfeile. Sonst sind wir zu laut. Tun gerade die Ohren so ein bisschen weh. Nicht gut. Ich hoffe, da bahnt sich nicht wieder eine Mittelohrentzündung an. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich ungefähr bin. Das ist der Luftturm, das ist der Wasserturm. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder, genau, auf die andere Seite. Einmal am Main Gate vorbei. Auf
die andere Seite. Nein, nicht mit dem Feuerschlüssel. Einfach nur so. Tür wieder schließen, bevor hier einer mitbekommt, dass wir da sind. Wie immer, wie immer. So. Jetzt können wir hier einmal... Ich höre Schritte. Ich höre näher kommende Schritte. Ich hoffe, die wollen nicht hierhin. Laufen die am Haupttor vorbei? Glaube ich eigentlich nicht. Warum sollten sie auch? Das dämliche Licht kann ich natürlich nicht ausmachen. Okay, die Schritte sind weg. Heißt für mich, hier in die Ecke verkriechen und schnell speichern. Da hinten läuft er. Okay, das hier müsste der Feuerturm sein. Und wie man an den schönen Nieten schon erkennen kann, es ist ein Turm, der hauptsächlich aus Metall besteht. Was ich ganz, ganz furchtbar schrecklich finde, weil ich hasse Metall. Metall ist laut und Metall verrät uns. Und das macht keinen Spaß. Irgendwo war hier auch eine Falltür. Irgendwo. Ich habe aber leider gar keine Ahnung, wo. Da laufen die Magierfritzen rum. Ich bin mal ganz mutig. Und klaue mir den Schlüssel. So, dann packe ich dich mal hier in die Ecke. Zack. Warte auf deinen Kumpel. Ich glaube, das war kein... Also das hier ist auf jeden Fall ein Feuermagier, soweit ich weiß. Wegen rote Klamotten und so. Ich glaube, der andere war aber keiner. Der sah mir eher nach Luftmagier aus. Wo kommt denn der längs? Kommt der hier längs? Nee, wo läuft denn der her? Ach, verdammt, der läuft die ganze Außen lang, oder? Na, der ist jetzt wahrscheinlich schon einmal rund gelaufen. Ah, verdammt. Ah, naja. Ich bin aber dafür, dass wir warten, bis er wiederkommt, weil ich habe hier außen lieber meine Ruhe, muss ich sagen. Ich höre ihn. Ich weiß nur nicht, von wo ich ihn höre. Oder ich höre wieder meine eigenen Schritte. Das kann natürlich auch sein. Da ist er doch. Ja, das sieht mir mehr nach Luftmagier aus. Jap, okay, hätten wir die beiden ausgeschaltet, haben wir eigentlich noch einen Heiltrank? Ja, zwei. Dann gönne ich mir mal einen, weil der Feuerturm ist gemein. Das kann ich nicht anders sagen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann im Hauptturm sind, weil Magier ja ziemlich reiche Kerlchen sind. Habe ich eigentlich, wie viele Moospfeile habe ich? Warte, hier, da irgendwo. 17 Moos. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr wundervoll. Jetzt brauche ich den aber, den Feuerschlüssel. Zack. Bingo. So, jetzt rennt hier natürlich wieder einer dieser Magier rum. Was bedeutet, dass wir sehr, sehr leise sein müssen. Knapp daneben ist auch vorbei. Naja, aber immerhin haben wir noch getroffen. So, dich packe ich jetzt mal hier in die Ecke, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Ich glaube nämlich, du bist hier unten alleine, wenn ich mich nicht ganz irre. Türe wie immer wieder schließen, bitte. Danke. Da liegt eine Schriftrolle. Ich bin mir nie sicher, ob ich das wirklich übersetzen kann. In den meisten Fällen ist das ziemlich schwieriges Englisch. Aber ich gucke mal, was ich daraus jetzt verstehe. Okay. Das ist quasi ein Dokument, was uns darauf vorbereitet, was uns hier erwartet, weil da steht... Da steht von Lava und Feuer und so ein Kram geschrieben. Also hier, der Turm ist wirklich nicht ohne.
Mal abgesehen davon, dass er wirklich komplett aus Metall besteht. Also fast komplett. Hier seht ihr natürlich, sind noch Steine, aber wie ihr hier hinter schon hören könnt, wird es gleich ziemlich warm für unseren lieben Garrett. Und ihr hört die Metallschritte. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die hierher kommen. Eigentlich oder nicht. Oder ja, oder doch. Eigentlich finde ich es ein bisschen blöd, hier jetzt schon meine Moospfeile zu vergeuden. Aber sicher ist sicher. Da seht ihr die Feuermagier, die einfach mal locker flockig durch die Lava laufen. Ja, Füße verbrennen kennen die nicht. Das Problem ist, da kann ich sie natürlich auch schlecht ausnocken. Ich kann denen ja nicht hinterherlaufen. Deshalb die Gaspfeile. Ihr versteht? Ich kann die dann einfach... Ach so, doch, könnte ich schon. Ich glaube, ich könnte sie doch ausschalten. Wenn er jetzt nochmal hier vorbeikommt. Ist eigentlich lustig, so Lava, die eigentlich alles erhellen sollte. Boah, ist das... Oh. Gott, wenn man sich das... Das ist voll der Mindfuck, wenn man sich das anguckt. Heilige Scheiße. Darf ich mir zu lange drauf gucken, Leute? Interessant, dass Lava die hier eigentlich alles erhellen sollte. Nein, der geht da hoch. Warum geht der... Ach man, Scheiße. Okay, sie bleiben nicht immer hier unten. Das Blöde ist jetzt nur, ich würde ganz gerne warten, bis der wieder hier unten herkommt. Ist es eigentlich sehr laut, der Sound? Ich weiß es gar nicht. Ich finde es relativ laut gerade. Da oben, da seht ihr, dass so Plattformen immer die Farbe wechseln. Jetzt ist die eine Plattform hell, die wird jetzt dunkler und dann wird die Plattform daneben hell. Das sind tatsächlich auch so Metallplattformen, die sich erhitzen in einem bestimmten Abstand. Jetzt ist zum Beispiel die rechte Plattform heiß und die linke ist kalt. Und gleich wird die rechte kühler und die linke heizt sich auf. Und da sollte man dann im besten Fall nicht drauf treten, weil das gibt heiße Füße. Und das tut uns auch ziemlich weh. Wir sind halt etwas hitzeempfindlich. Mein Dieb muss halt immer einen kühlen Kopf bewahren, ne? Ja, okay, ich bin zu selber schlecht. Und fallen die Lava. So, jetzt hätten wir den schon mal ausgeschaltet. Ich glaube, ich fürchte, ich hoffe, das war der einzige, der hier auf dieser Ebene rumlief. Für den Fall, dass dem nicht so war, werde ich jetzt hier auf jeden Fall einmal kurz schnell speichern. Aber ich meine, das war der einzige. So, jetzt seht ihr hier diese wundervollen Plattformen. Da ist mein Feuerfall, den nehme ich gerne mit. So, die ist jetzt kalt, da kann ich jetzt drüber laufen. Aber hier, die ist heiß. Deshalb nicht zu nahe kommen. Jetzt, wenn die abkühlt und die sich wieder aufheizt, kann ich auch getrost hier rüberlaufen. Einziges Problem an der Sache ist jetzt, dass ich hier aufpassen muss, dass ich mir nicht die Füße verbrenne, wenn... Nein, spring doch! Mann, warum ist der denn jetzt nicht gesprungen? Oder kann ich hier auch mit... Natürlich kann ich nicht mit Pfeilen arbeiten, ist ja auch Blödsinn. Was habe ich noch an Wasserpfeilen? 15. Die sollte ich mir aufsparen, wenn ich sie nicht gerade brauche. Das Problem ist ja, ich sehe auch meine Füße nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade stehe. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen Anlauf holen hier. Und dann kann ich auch darüber springen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. So, jetzt muss ich wieder warten, bis die hier kühler wird und dann aufpassen, dass ich da hinten nicht auf die heiße Platte springe. Weil die sich jetzt, wie ihr seht, gerade aufheizt. Hier kann ich eigentlich auch einfach, wenn ich ganz schnell bin, drüber laufen. So, jetzt kühlt die sich gerade ab. Jetzt kann ich hier einmal vorbeischlendern. Was mir gerade herzlich wenig gebracht hat, weil eigentlich müsste ich da in diese Tür rein. Ja. Dann warte ich halt einfach noch ein Momentchen, speichere hier einmal kurz und laufe dann hier oben einmal rüber.
So. What? Ach, die haben mich schon bemerkt, weil ich zu laut war. Shit. Ja, die haben mich jetzt offensichtlich schon bemerkt. Leave us, while you can. Ja. Nee, jetzt interessieren sie sich wieder nicht mehr für mich. Was zum Henker tust du? Ich hab keine Ahnung, was er tut. Ist egal, ich packe hier einmal einen Moospfeil hin. Dann ist es nicht ganz so laut hier. Und ich habe eventuell die Möglichkeit, dass ich mich an ihn ranschleiche. The eternal fire will reclaim you. Oh, hat er das jetzt auch gemerkt, oder was? Offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, was er da tut. Ich glaube, er läuft auf so einer Plattform rum. The shadows reveal your cowardice, intruder. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich den jetzt ausschalten soll. Das wird lustig. Be still. I call upon the elements to smite you. Prepare yourself for death. The earth will protect me. Stirb. Nein, nicht. Aua, nein. Du kannst mich doch nicht. Nein, okay, warte. The earth will protect. Puh. Okay, The shadows will not shelter you forever. Doch, das funktioniert schon ganz gut, mach dir keine Sorgen. I warn you, oh Mann, scheiße. Okay, sorry, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich irgendwie schnell lade. Leave us while you can. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie an dem vorbeikomme. Warum zum Henker? Your fate is a hurricane that cannot be outrun. Be still. I call upon the elf. Ah! So, stirb. Komm. To me! Stirb. Das Schlimmste an der Sache ist einfach, wenn einem nichts anderes übrig bleibt. Ich wäre sonst nicht an ihm vorbeigekommen. Ich hatte keine Ahnung gehabt, wie. So, diesmal mache ich das aber aus, weil das ist mir irgendwie zu heikel. Nicht, dass hier hinten noch einer rumschlawenzelt. Hier geht's weiter, richtig? Ja. Okay, hier, das ist in Anführungszeichen nur Stein. Was schön an den Platten ist, dass es vollkommen still ist auf diesen Platten. Hier kann ich immer rundherum laufen. Bringt mir nur nichts, weil ich hier jetzt auch wieder warten muss. So, einmal schnell speichern und kurz auf die Zeit gucken. Wie lange habe ich? Ich habe 17 Minuten. Das heißt, ich muss den Part hier an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Der Anfang vom Feuerturm. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich weiter voranschreiten. Ich weiß aber, dass der Feuerturm relativ schwierig ist. Also macht euch noch auf ein paar Ausrutscher gefasst und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind immer wichtige Links drin. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.